Dann komm mal her, ihr beiden. Wie geht's, Mr. Bitcoin? Restaurieren wir jetzt euch. Sujuk, dankeschön. Ja, auch ganz gut, dankeschön. Wie läuft's momentan bei Sinaloa? Keine Ahnung. Ich habe gehört, es sind viele Leute um ihr Blattout. Wir haben jetzt auch von einigen gehört, dass wir da waren, aber ich erinnere mich nicht so dran. Du erinnerst dich nicht? Nee, nicht wirklich, ich hatte Hunger. Und wieso seid ihr hier? Papi, wir vermissen sie schon, wir gehen jetzt los. Ich habe gehört, dass Tarek euch beide kennt. Ja, Tarek kennt schon sehr lange. Tarek, erzähl mir was. Was möchten Sie denn wissen, Mr. Bitcoin? Alles. Du weißt, was Sie hier wollen. Ja, also ich kenne jetzt zum Beispiel Mubaki schon seit, glaube ich, 4 Jahren. 4,5 Jahren, 4 Jahren. Man hat sich halt damals kennengelernt, man hat ein bisschen Kontakt gehabt. Das hat sich dann aber irgendwann auch wieder gelegt, jeder ist seinen Weg gegangen und dann hat man sich halt hier wieder gekreuzt. Bisschen gesprochen, bisschen geredet. Dann habe ich festgestellt, dass die beiden Jungs bei Sinaloa sind. Und ein, zwei Anwärter von denen waren ja auch da irgendwie, also die da reingehen wollten, die habe ich halt auch gekannt von damals und ja. Was hattet ihr damals mit Rivera zu tun, Romanus? Ich weiß noch, als ich euch auf dem Rivera Anwesen gesehen habe. Ja, also unbekannt ist es ja nicht, ne? Wir waren da bei Rivera, bei Mendes, haben Aufträge gemacht, beziehungsweise mit Frank hauptsächlich. Oder auch nicht für die, auch für Cardano und ja, als er noch bei Kafkas war. Cardano ist nicht mehr bei Kafkas? Nö, ich sehe ihn gar nicht mehr. Ja, hast du recht. Was denkt ihr von Cardano? Guter Mann. Sehr, sehr guter, loyaler, netter Mann. Ich kenne ihn nicht wirklich und ich kann da nichts zu sagen. Loyal? Zu mir safe. Und du zu ihm? Ich zu ihm auch. Hat nie Streitigkeiten oder Komplikationen untereinander. Ah. Du bist loyal zu ihm, das hört sich nicht gut an. Er ist mein Feind. Okay. Er hat mich nämlich verraten. Da sehen Sie, soweit wusste ich selber nicht. Das wusstest du nicht? Nein. Dankeschön. Was hat er euch denn damals erzählt, als ihr bei Sinaloa wart? Zu der Zeit hatten wir keinen Kontakt. Wir hatten vorher Kontakt. In welcher Zeit? Lass mich nicht lügen. Ich glaube so bevor die Waffen geklaut worden sind von jedem. Diese Zeit. Ich glaube eine Woche vorher noch. Das war so das letzte Gespräch. Du kannst ihn nur von Kafkas Zeit? Nee, ich kenne ihn eigentlich schon sehr lange, ne? Aber ich kenne ihn von hier, als er noch Kafkas noch war. Mehr nicht. Hat er nicht letztes Mal gesagt, dass er die von Sinaloa-Zeit kennt und dass sie mal da waren? Oder verwechsel ich die gerade? Ich hatte in Erinnerung, dass einer von euch beiden bei Kafka bei Sinaloa war. Ja, ich damals in Dortmund bei ihm. Hä? Ich dachte, sie reden von diesen Sinaloan jetzt. Nein, scheiß auf diese Vollidioten. Ja, dann ich. Cardano Sinaloa. Sinaloa. Ja, safe. Da war ich von Anfang bis Ende bei ihm. Da warst du von Anfang bis Ende bei ihm, richtig. Ja, genau. Und dann willst du mir sagen, du wusstest nicht, dass er mich verraten hat? Aber wir sprechen von ganz damals. Ja doch, damals schon. Aber ich kannte halt keinen, ne? Die haben mich herzlich aufgenommen und dann habe ich natürlich mit ihm Sachen gemacht. Sie würden es doch genauso tun, wenn sie neu in der Stadt kommen und keinen kennen. Und ja, die klar herzlich aufnehmen. Deswegen war es jetzt nichts Persönliches. Aber man muss doch die Leute unter die Lupe nehmen. Ich meine, jetzt willst du ja für den Mann arbeiten, der verraten wurde von ihm. Hermanus, erzählt mal ihr, was denkt ihr darüber? Eigentlich am liebsten alle Blattouten direkt. Einfach alle Blattouten und die beiden einstellen. Guck mal jetzt. Okay, bueno. Ab jetzt seid ihr beiden meine Anwärter. Ihr werdet bei mir in der Familie einen Platz bekommen. Bueno? Ja. Freundet euch mit den Kalis an. Ihr habt gerade gehört, niemand hat eine Einwände. Ihr bekommt zu 100% hier einen Platz. Dankeschön, Bitcoin. Den alle. Tarek. Sie? Ja, hören Sie mich? Sie. Du kannst mit denen reden, arbeitet ihr ein und so weiter. Sagt ihnen, was uns wichtig ist. Das sind Nachfolge, Kalis. Metallfeld und so, ne? Was? Metallfeld und so zeigen, dieser Film. Ich verstehe schon, alles gut. Nein, ich meine den richtigen Film. Die gehen nicht arbeiten. Die sind unsere Anwärter. Klar, das gleich wird mit denen reden. Bueno. In der Zwischenzeit könnt ihr so viel wie möglich über die Beziehungen von Mendes und seinen Familien rausfinden. Machen wir. Ich glaube, so schwer ist das nicht. Nein, mit Sicherheit nicht. Das schafft ihr schon. Ihr habt meine Telefonnummer. Kontaktiert mich immer per SMS, schreibt mir immer die Updates. Ja, okay, machen wir. Updates kommen zu Ihnen. Gut, alles klar. Na dann, adios. Adios, wir melden uns dann. Ich schreibe euch mal meine Nummer auf. Ah ja, stimmt. Das haben die adios. Haben sich selber zuzuschreiben, Akasiro, Bruder. Was haben wir noch? Was steht, noch im Plan? Grace hat ausgezahlt. Was ist mit MOB? Hat mir nicht irgendwas mit MOB oder so? Nein, das haben wir geklärt. Leid können wir dabei. Das war versehen. Okay. Living und J7, dankeschön. Danke euch auch, Eid Mubarak. Was ist mit Sinaloa? Haben wir da was gemacht?
Stimmt. Den müssen wir eigentlich nochmal überfahren. Julian? Was mit den Leuten, die keine Money geholt haben? Die müssen wir auch noch abfahren. Die fahren wir ab mit den Reden. Das erste, was wir machen, ist, wir fahren zu Sinaloa Romanos, macht eine Kolonne bereit. Alles klar. Na gut. Ich war doch gerade da, haben Sie mich gerade nicht gehört? Nein. Ja, ich muss gerade vornehmen, ich habe mich nicht gehört. Na gut. Was ist das? Ja? Haben Sie vor, gleich zu schießen oder so? Weil ich müsste kurz weg. Was habe ich? Haben Sie vor, zu schießen gleich? Weil ich müsste kurz weg. Nein, nein, du kannst kurz. Geh nochmal, noch ein Problem. Ich bin 20 Minuten weg. No, danke schön. Mr. Bitcoin. Ja. Ja, können wir nicht wenigstens gucken, ob diese zwei da gut sind oder so? Die sollen Edits schicken, sorry, ich meine, Sie wissen. Nein, nein, wieso denn? Wieso kommt ihr jetzt zu mir? Ich hab doch geredet. Ja, ja, ich weiß, du hast geredet, man hat dich nicht gehört. Ja. Ich bin doch Powernappen gegangen, hä? Halt deine Fresse, Mir, da, wie redest du, Mogli? Achso, ja, ich bin Powernappen gegangen, weil sie mich gehört haben. Also mich hat niemand gehört. Romanus, selbst wenn du geredet hast, einer von 25 Leuten, die seinen Mund erheben, Romanus, das heißt, ihr habt ihn akzeptiert, ganz einfach, Romanus. Was soll ich euch doch noch fragen, Romanus, wenn ihr keinen scheiß Pendejo die Mierda antwortet? Ich sag, was hält ihr davon, Romanus? Kein Vollidiot redet. Ich komme mir vor wie der letzte Vollidiot, Mierda. Dann gibt's da auch nichts zu diskutieren. Ganz einfach. Ihr müsst jetzt mit denen klarkommen. Das sind zwei neue Kalis. Kommt mit denen klar oder verlasst Kali. Ganz einfach. Mach die scheiß Kolonne, Anderle. Guten Tag, Outlaws. Wo ist er, Herr Prezi? Auf dem Weg. Der kommt. Eid Mubarak ist ein... Kommt mal mit uns, ja? Setzen wir uns auf die Couch ein. Gratulation zum Eid, zum Fest. Setzt euch einfach, wohin ihr wollt. Sucht euch einen Platz aus. Gracias. Erstmal Eid Mubarak an alle hier. Gracias, euch auch. Hey, Romanus, was haben die nochmal gemacht? Wieso wollten wir nochmal genau herkommen? Ich rede leise. Warte, eine Sekunde. Was sagst du? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, Mr. Bitcoin? Es geht um Munition. Ja. Wie holt ihr eure Munition? Wir haben damals bei Ihnen einen Deal gemacht. Damit haben wir, kann Eli auch bezeugen, haben wir ein bisschen Munition gemacht, ca. 2000 und davon leben wir gerade. Von 2000 Munition? Ja. Wir hatten bis jetzt nicht viele Konflikte, jetzt gegen die Mayans, die sind kaum rausgefahren, haben bei den Geschäftsmännern rumgeheult, mussten wir die vom Haken lassen. Mit dem Platz ist was, da müssen wir auch auf Geschäftsmänner warten, bis der Kriegsvertrag zustande kommt, da wird auch nicht geschossen. Santano meinte irgendwas, dass sie mit Rivera zusammenarbeiten, deswegen wollte ich das Gespräch. Wie ist die Beziehung zwischen dir und Rivera? Ganz neutral, also nicht viel Kontakt. Besser gesagt gar keinen, seitdem er in der Stadt ist. Du hast doch auf Ja gestimmt bei der Taftrunde. Ja, das habe ich, aber nur aus dem Grund, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ich hatte nie Probleme mit ihm, ich hatte nie Probleme mit Kali. Im Gegenteil, ich habe immer für Kali gearbeitet, seitdem ich diese Familie habe, außer wo ich auf der Waffenroute war. Hm. Das heißt, an Gerüchten ist nichts dran, dass du mit Mendez Deals hast? Ich habe mit niemandem hier Deals. Verstehe. Kann ich Ihnen hochenteilig versprechen, ich habe mit keinem hier Deals. Ich habe die Munition, als ich für Sie gearbeitet habe, für uns geortet. Also ich habe Ihren Teil abgegeben, ich habe meinen Teil von Eli bekommen. Und von der Munition leben wir zurzeit. Gibt es irgendwas, was du mir erzählen willst? Ich wüsste nicht, inwiefern. Denk mal ganz stark nach. Ein Fall tut mir da nichts. Wenn Sie mir sagen, worum es geht, dann eventuell. Aber so, mir fällt nichts ein. Ich würde gerne wissen, ob du von alleine etwas ansprichst. Ich weiß absolut nicht, was Sie meinen. Das ist das Problem. Du weißt nicht, was ich meine, richtig? Nein. Nicht im Entferntesten. Also ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Naja, dann hast du ja das Gefühl, du hast nichts falsch mit dem gemacht, was du getan hast. Da ich nicht weiß, worum es geht, kann ich dazu nicht Ja oder Nein sagen. Anscheinend haben Sie ja das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe. Oder besser gesagt, Sie wissen, dass ich was falsch gemacht habe, aber ich weiß nicht, worum es geht. Das klingt eher richtig. Ich werde Ihnen noch ein wenig Bedenkzeit geben, ob du selber damit zu mir kommst. Mhm. Tust du das nicht, werde ich mich bei dir melden. Machen wir so. Na gut, du hast meine Nummer. Ja. Adios. Ich rufe Sie an. Hallo? Guten Tag. Oh, ihr habt alle pinke Haare, ne? Das ist krass. Gar keine Ahnung. Wie kann man euch helfen? Ist Sheriff da? Nee, der ist bis Sonntag auf Geschäftsreisen. Bueno. Kann ich Ihnen sonst weiterhelfen? Ja, ich würde gerne wissen, wo ihr eure Munition kauft. Oh, einen Moment. Vito, können Sie eventuell Ihr Oberteil kurz aus anziehen? Ich weiß woher. Darf ich sagen, Capo? Ja, sag. Wir haben die Muni schon die ganze Zeit da drin, die ist schon richtig lang drin. Die Waffen, die wir bekommen hatten, waren alle schon voll und wir haben die Munition nicht gebraucht bis jetzt. Wo wir Munitionsroute hatten, ich glaube, daher haben wir noch die ganze Munition. Wie viel habt ihr denn? Boah, wie viel haben wir noch? Nicht mehr viel. Ich bin viel auf jeden Fall. Ist fast leer. Ich will gucken. Wir haben 700 oder so noch, ja. Also die geht jetzt das auch weiter. Das ist der Bitcoin, aber keine schwere Muni. Das ist eine normale Muni, was sie hatten.
Und die haben sie 3-4 Wochen nicht einmal gekauft. Und mittlerweile kann man die normale Munition benutzen oder nur noch schwere. Mhm. Irgendwas stimmt da nicht. Die schwere Munition, was ist damit? Schritt ja von der schweren. Normal haben wir gar keine mehr. Ja, wir können was gehen. Ihr habt 700 schwere Munition? Ja, genau. Und das wollt ihr noch haben von der Zeit, wo wir bei uns wart, oder wie? Ich bin jetzt gar nicht mal so lange hier. Das müssen die Jungs sagen, seit wann die das haben. Dino, wie lange haben wir diese Muni jetzt im Lager? Schau mal, wir haben ja sehr wenig gefightet die letzte Zeit, ne? Seitdem wir drinnen waren, ganz am Anfang hatten wir 2300 oder so. Aber wie wir wenig und gefightet, jetzt, wir hatten einen dicken Konflikt mit der MOB. Und bis jetzt wir sind im haben Konflikt. Wir 700 Da noch. Geht er seit vorgestern. Das waren jetzt 4 Fights. Die leichte Munition, und, also die ganz normale, kann man gar nicht mehr verwenden. Voll. Und die hat man davor auch nicht gebraucht. Also die schwere Munition hat man davor nicht gebraucht. Also wie gesagt, so wir haben jetzt noch knapp 700, Kriegsvertrag wird jetzt wahrscheinlich und gestellt und dann so kommen wir bestimmt wieder einkaufen. Geil, danke schön. Sheriff soll sich melden, wenn er wieder da ist. Okay, ich schieße mal aus, ja. Gut, adios. Adios. Mr. Bitcoin, keine Familie wird jemals zugeben, dass sie Munition hergestellt haben. Auf gar keinen Fall. Verarscht uns alle von vorne bis hinten. Ist Mendes da? Nein. Was sind die denn für Chili da, Mierda? Kali ist vor, noch ein Tor. Ich auch. Das war so eine Scheiße. Hä? Oha, starke Frau. Nimm uns alle drei. Komm, Baby. Oh, Scheiße, ich kann dich nicht tragen. Es tut mir leid, ich hatte gerade eine andere Priorität, ja. Einfach Klassentreffen, Mierda. Wie kann man euch weiterhelfen? Wir wollen mal gerne wissen. Warum? Von wem ihr eure Munition kauft. Okay, ich lass dich runter. Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Das geht sie gar nichts an. Wie, das geht mich gar nichts an, Mirda? Ich bin der Munitionshändler. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir müssen warten, bis unser Patron da ist. Welcher? Der Jim Mendes. Wie, welcher? Habt ihr nur einen Patron oder mehrere? Einen. Wir haben einen. Na gut. Hab nämlich gehört, dass er hat auch Patron ist. Man hört vieles. Rechte Hand. Rechte Hand, das stimmt, weil er keinen Mund hat. Na gut. Oh mein Gott, war das lustig. Ja, viel lustiger ist dieser Schlitz mir da zwischen deiner Brust, der einfach dazu sagt, hey, guck hier drauf. Ja, wenn sie drauf gucken, kann ich auch nichts dafür, ne? Ja, stimmt, Romana, ich zieh mich jetzt nackt vor dir aus und dann sage ich, weil du mich angeguckt hast, bist du der Schuldige. Geierte Mierda. Ich würde weggucken, ich würde mich so wegdrehen. Ehrlich jetzt? Ja, ich will das gar nicht sehen. Du siehst jetzt viel hübscher aus. Ich stehe nicht auf... Hey! Ich stehe nicht auf alte Männer. Und ich stehe nicht auf Chuchas. Hey, sie sind eine Chucha. Also wir können ihnen auf jeden Fall nicht weiterhelfen. Sergio ist nicht wach. Sergio ist nicht wach. Bitte sag mal. Ey, Hermana. Ich setze deinen Patron gleich da drauf. Na, ja, das glaube ich nicht. Und du hinterher. Oha, Loco. Eier gefrühstückt. Kannst meine Eier essen. Was ist das für eine... Was lachst du so dreckig? Die redet mit euch, als ob sie euch schon seit 8 Jahren kennen, Mirda. Tarek, liebst du sie? Mr. Bitcoin, ich bin was Thema Frauen angeht, das ist nicht mein Fall hier. Gut. Wie ist dein Name? Oh, das ist scheiße. Oh. Hab ich mich erschrocken. Oh. Oh, my lord. Das ist scheiße. This is a base rate, man. Kurs Breaks auf eure Köpfe? Also. Was ist mit Loco los? Die Abgesang Reva? Ja, anscheinend schon. Ab heute geht's los? Morgen. Scheiße, mir, guck mal bitte, wie die 3 Chuchas hier liegen. Ja, lass mal erstmal von diesen Drecksanwesen runter. Straßen! Kommt, wir gehen da vorne hin. Oh zum alten Santa-Anwesen, wir gehen da rein. Sorry. Überall. Ah. Hier immer von Santa unterdrückt worden. Damals. Ist hier noch Romanos, wo seine Leute hier standen? Hier, oben, auf den Dächern. Oben auch. Wissen Sie noch, wo Radovic, glaube ich, Blattort bekommen hat? Ganz oben. Ja, das war oben am. Hat. Genau richtig. Auf dieses Sprungbrett. Auf das Sprungbrett war das, 100% weiß ich noch, sehr klar. Das ist so lange her, aber trotzdem, das sind diese Erinnerungen, sind schon krass. Wir haben einfach diese Welt bewegt. Einfach. Was damals war. Max Goldenbrück. Fett Tony. Aber was haben Sie sich gedacht, wo ich mich vorgestellt habe, auf Ernst jetzt? Ich habe nie hinterfragt oder irgendwas. Hieß du Max Goldberg? Max Goldenberg, ja. Max Goldenberg. Du musst dir vorstellen, es ist original so gewesen. Ich habe mich richtig geschämt, okay? Und 2 meiner Freunde kannten Mr. Bitcoin. Und ich bin original so dagestanden mit irgendwelcher Pennerkleidung, keine Ahnung. Ja, wer bist du? Und ich sag so, ja, hallo, ich bin Max Goldenberg. Woher kommst du aus Tschetschenien? Okay, du bist schon mal loyal, komm, du bist dabei. Ja, ich habe ihn nur aus dieser OSC-Gründe genommen.
Ich kam wieder zu der MG13, wurde jede, ich habe jeden beleidigt, die haben mich alle gehasst. In der MG13, die haben nicht wirklich alle gehasst. Wie viele Leute mir da wollten, dass du rausgehst aus der Familie. Wissen Sie noch dieses Gespräch zwischen uns, wo sie mir gesagt haben, bitte, wenn du mich liebst, als dann lass ihn in Ruhe. Ich kenne den. Wo ich komplett sauer war auf ihn, wo wir uns beleidigt haben und so. Ja, ich war, ja, Mierda. Wo sie mir durch Drogenhände gesagt haben, bitte lass ihn in Ruhe. Ja, ich weiß das noch, Mierda. Loco und Litecoin. Ich war so sauer auf ihn, sie wissen nicht. Aber ich war auch schlimm. Er hat nur beleidigt. Ich war so aufgetaucht. Guck mal, das Ding ist, Loco taucht auf. Nicht mal eine Sekunde, nicht mal hallo, wie geht's? Er kommt her. Einer redet, ja, du Bastard. Halt deine Fresse. Und immer diese Stimme so, weißt du, als wäre dein Vater oder so. Mierda, alle ja, Mutter, alle. Ich rede so. Alle Muttersprüche, die ich jemals in meinem Leben gehört habe, hat er in einer Minute getroffen. Ist ehrlich so. Loco war wirklich sehr, sehr extrem fett und schlimm. Guck. Er war. Gracias. Gracias. Tarek, ja, okay. Weißt du aber, was mir gerade auffällt, Litecoin? Was denn? Deine Beziehung mit Dogecoin. Ich musste auch immer schlecht. Am Anfang, Mierda, später. Du wolltest fast rausgehen wegen ihm. Ja, aber es war das verständlich eigentlich. Du Ex, mein Bruder. Verständlich, was da gesagt worden ist. Ich danke dir. Diese eine Sache war schon schlimm. 100%, aber er war auch ein kleiner Pisser. Das habe ich aber auch ein bisschen ernst genommen, ja. Hast du, ja. Kutzi, vielen Dank. Digga, Drago, Alter. Aber sonst war ich immer gut eigentlich mit Deutschland, mit dem war ich mehr unterwegs als, weiß ich nicht was. Ja, ich habe immer, was bei mir schwer war, ich habe ihn richtig geliebt, aber einfach niemand ist mit ihm klargekommen. Niemand. Er ist so eine schwere Person, Mierda. Du kommst mit diesem Menschen einfach nicht klar. Das Ding ist, dieser Mensch, mit dem kommst du klar, wenn er keine Freundin hat. Stimmt, wenn er eine Freundin hat, Mierda, dann ist er katastrophal. Er ist wie Loco, wenn er ein Wort mit einem Mädchen austauscht, hier, die müssen direkt über heiraten reden. Dann sind die komplett andere Menschen. Haben Sie eigentlich die Sache noch mitbekommen mit Lean Cartel auf Silence Live mit Badkant? Guck mal, der steigert, der sagt einfach... Wie? Du bist so komisch. Über unsere Sachen einfach. Ach so, ja, doch damals. Also Berkant, wenn ich über Berkant eine Geschichte erzähle, dann weiß Berkant genau, welche Geschichte ich erzählen will. Ja, Berkant. Ja, Mierda. Was war denn? Erzähl mal. Weißt du das nicht? Nein, glaube was? Nicht. Okay, erzähl ich nicht. Nein, ehrlich nicht. Ich schwöre, das sagt mir nichts. Okay, Elias, er und Sandro waren das, ne? Elias, Berkant also, und Sandro. Und Sandro sind mich. Ich war allein in einer Garage mit einer Pistole. Und die sind zu dritt in. Das war so eine rosige Stadt. Ja, das war vor dem Schnellleben. Die sind zu dritt mich gepusht, mir mit einer Langwaffe. Und ich hab die alle drei mit einer Pistole geholt. Ja, aber das war gestellt. Ja, Mierda! Und ich schwöre dir, Leiko, die dachten, ich hab gezaubert. Ja. Oh, und ich wusste gerade mal, wie man dieses Film aufmacht. Tja. Und dann haben die sich so sehr in mich verliebt und gesagt, Mr. Bitcoin, ich will, dass Sie mein Patron werden. Wissen Sie, wie damals mit Capone das erste Treffen war mit Badkant und so? Mit uns? Mierda, Capone war der Schlimmste. Er geht einfach zu den Familien und sagt einfach, ich freue mich auf gutes RP mit euch. Badkant, weißt du, Badkant, das erste Wort war mit Mr. Bitcoin von ihm zu uns? Was? Ich grabe eure Toten aus. Was laberst du? Bruder, das war Erfan, Bruder, bist du dumm? Jugendsünde, alles gut. Ja, das war ich ehrlich nicht. Elias war das Schlimmste von allen mir da. Elias hat alles beleidigt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Boah, Elias war sehr schlimm. Elias war der Patron sogar vom Berlin-Kartell. Junge, was reden Sie eigentlich, Mr. Bick und Sie haben... Ey, schau mal, Jungs. Ich schwöre euch, der Junge hat so keine Ahnung von RP gehabt damals, der Abu. Bruder, er geht in eine Familie rein, man darf die nicht Baseball, man muss Baseball ankündigen im Support, Digga. Er geht da einfach rein, alleine, knallt 10 Leute rum, Digga. Macht er doch heute genauso. Nein. Wir einen Nabe dafür. Er kommt zu uns, er sagt, ey Jungs, ich hab die Baseball, ich glaub Ärger von Support bekommen, ne? So wie? Da sagt er, da sein Bruder rast schon aus, so, Walla, wegen dir haben wir Fuckmann bekommen und so, verpisch mal und so. Da war ich sauer auf ihn jedes Mal. Dieses Gespräch hat so gut angefangen, ja. So unangenehm, Mirda, und dann wunderst du dich, warum du fett bist. Wieder weg. Guck, du machst wieder richtig spannend, gute fette Sau. Nein, das stimmt nicht. Diesmal nicht wahr, du fetter Hund. Diesmal nicht wahr. Ich wollte damals immer dieses Anwesen hier haben. Das hier? Mhm. Wieso wer hat gerade was über Tarek gesagt? Wir sind noch eigentlich hergegangen, weil ich ein Thema anhaken wollte. Aber ich wollte dich unterbrechen, weil ich so eine Nostalgie gefangen habe. Dann halt die Fresse. Erzählt weiter, Manus. Okay, erzählt was, war? Nein, erzähl, Tarek. Die Stimmung wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kippen, Mr. Bitcoin, aber ich spreche das aus einem guten Grund an, okay? Okay, spreche es aus einem guten Grund an. Also, wegen Thema Baki und Mubaki.
Nur damit sie unsere Sichtweise verstehen. Weil ich glaube, sie haben das ein bisschen falsch aufgenommen. Ich habe es gar nicht aufgenommen, weil nichts gesagt wurde. Ja, das ist nämlich genau das Ding. Ich kann Ihnen auch sagen, Ronan, danke, die wechseln 20 Monate. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie, das ist jetzt ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie die zwei Jungs verarschen wollten, weil sie wussten, dass sie bei Rivera gearbeitet haben und dass sie Vertrauen mit denen aufbauen wollten. Und deswegen haben wir nichts gesagt, weil wir davon ausgegangen sind, dass sie halt die Jungs verarschen möchten. Wollte ich doch auch. Denkst du, ich hätte die genommen? Hä? Was erwartest du mir da? Natürlich wollte ich die verarschen. Aber dann standen sie vor mir und das war auf einmal eine ernste Situation. Okay, ich habe kurz gedacht, sie haben das bis zu diesem Moment, wollten sie das durchziehen. Aber das Ding war... Nein, ja. Mirda, auf gar keinen Fall. Denkst du da oben auf dem Dach, was denkst du, wieso ich Kryptowährung gesagt habe und Loco hat ihn in die Fresse geschossen, Mirda? Dann wurden sie stabilisiert, dann haben sie versucht, sich zu... Hermano, ich kann die doch nicht nehmen, wenn die Chance besteht, dass sie Verräter sind. Aber ich habe nicht verstanden, warum sie dann sauer auf uns waren, weil davon sind wir rausgegangen eigentlich. Weil einfach niemand was gesagt hat, Mirda. Aber aus diesem Grund haben wir ja nichts gesagt, weil wir nicht reinreden wollten. Wir haben gesagt, wir lassen sie das Ding durchziehen und wir wollen da nicht reinsprechen, weil wir davon ausgegangen sind, die werden die zwei verarschen. Und dann waren sie sauer Rennis, auf uns und dann meinten sie, wollen die rein und dann waren wir ein bisschen verwirrt, weil ich hätte es nicht ansprechen sollen. Ich nein, du hast es nicht schlecht gedacht. Gedreht. Kann sein, dass man das so aufhängt. Gar nichts. Wir sind zurückgekommen, wir dachten, sie verarschen die einfach weiter. Halten Sie Ihre Freunde nah, aber Ihre Feinde näher. Ja, ich sag doch, ihr habt es gut gedreht. Das ist klar. Dankeschön. Die Sichtweise ist nicht falsch. Aber dass ihr nichts sagt, ist einfach Quatsch. Wenn ihr das dachtet, wieso habt ihr denn nicht mit verarscht? Weil sie das besser können. Weil ich sag Ihnen ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, wenn ich jetzt darüber rede, wie gut und krass sie sind und dass wir die auf jeden Fall aufnehmen, dass sie das vielleicht glauben und dann, dass sie die wirklich aufnehmen. Deswegen. Ja, aber dann hast du ja doch ein bisschen Angst gehabt, dass ich ihn nicht verarsche, natürlich, Tarek. Natürlich. Ja, aber dann redet doch irgendwas mir, da sagt doch irgendwas. Alleine dieser Grund, dass ich etwas... Wo ist Mowgli hier? Mowgli ist sehr, sehr müde, er musste schlafen. Die kleine Chucha, Mirda. Diese kleine, beleidigte Leberwurst. Ach, Mirda, manche Leute von mir, denen sagst du eine Sache... Ich geh schlafen. Was soll die Scheiße, Mirda? Auf einmal alle Chuchas geworden. Was ist denn... Sie können auch Yves fragen, was ich ihm gesagt habe. Ich war mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass sie die zwei verarschen. Weil es hat für mich keinen Sinn gemacht, dass sie von heute auf morgen einfach so die zwei unbedingt drin haben wollten. Und erst recht, wenn sie für Rivera also gearbeitet haben. Aber ich weiß, es war einfach eine komische Zeit. Manu, aber du okay, warst in Rivera drinne. Bueno, hast nicht nur für die gearbeitet. Lass mal das kurz außen vor. Es geht darum, dass mir niemand geantwortet hat, Tarek. Hermanos, was denkt ihr darüber? Und dann kommt diese scheiß Grille. Quink, 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 quink. Was macht ihr mit mir jedes Mal? Das ist scheiße. Zieh rein. Also ich wollte auch was sagen, aber ich hatte Angst, ihre Pläne zu durchkreuzen oder so. Ich hatte Angst, was Falsches zu sagen. Wie alle. Das ist so eine gute Ausrede. Wir waren einfach in einer komischen Situation, Mr. Wittgram. Wir wissen jetzt Bescheid. Was, dass ihr mir antworten müsst, wenn ich mit euch rede? Nein, sie müssen uns einweihen. In was, Mirda? Ihr wisst doch, wenn ich euch einweihe, dann ist vorbei. Ja, jetzt ja, dann können wir unsere Situation. Also Hermanos, ihr seid meine Leute schon so lange, Mirda. Der Berkan, vor 10 Jahren habe ich dich schon ins Gesicht geschossen. Ola? Ja, bitte? Mr. Wittgram, warten Sie hier auf uns, oder? Nein, wir halten hier gerade ein bisschen... Ja, ist perfekt, ich wollte zu Ihnen, wir sind fertig. Wir haben den Krieg gewonnen. Gegen Saduna? Ja. Wie, das war's jetzt? Der Krieg ist vorbei? Nein, noch nicht. Also wir haben jetzt 2 Kämpfe. Okay, ja. Ja gut, dann kannst du jetzt sprechen. Nur, weißt du was? Ich komme in 5 Minuten zu dir hoch. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, bueno, also hör zu. Ihr seid jetzt nicht seit gestern mit mir, Hermanos. Ihr wisst ganz genau, dass ich nicht immer alles sagen kann, was ich denke. Laschek, dankeschön. Ich habe schon einen extremen Nachteil gegenüber anderen Leuten, Hermanos. Nämlich, dass ich mit euch außerhalb so gut wie nie rede, oder beziehungsweise nie. Und ihr wisst ganz genau, das ist ein extremer Nachteil, im Gegensatz zu den anderen Leuten, die das sowieso gefühlt. 95% machen das, oder nicht? Safe. Mit ihrem Patron, mit ihrem Zwölfer machen sie das, das wisst ihr ganz genau. Die gehen gemeinsam schlafen. Die gehen dahin, Mirda, und reden 3 Stunden darüber, was sie hier machen. Und dieser Nachteil ist ganz gewaltig bei mir, dass ich das nicht mache. Deswegen muss ich einfach manchmal... etwas für mich behalten, dafür leidet man darunter, ich weiß, dafür kann man sich manchmal missverstehen, aber ich habe keine andere Lösung dafür. Das verstehen wir, Mr. Wittgram. Alles gut, ist ja okay so, nur manchmal schon... Es macht uns das aber auch nicht leichter halt, ne? Weil manchmal sind sie echt, also manchmal sie zu durchschauen, ist nicht immer leicht, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und sie zu verstehen bei einmal so, dann so, deswegen, es war ein bisschen... Sie machen auch viel aus Trotz, deshalb kann man nie durchblicken. Ob sie das jetzt aus Trotz machen oder nicht? Naja, ihr müsst euch vorstellen... Ich handle sehr oft unlogisch. Und das sind die Sachen, die meistens klappen. Weil die Leute rechnen mit einer Logik. Die wollen ein System dahinter verstehen. Aber ich will... gleich. Aber ihr müsst euch vorstellen, Hermanos, wenn man ein System dahinter macht, dann werden die Leute versuchen, das zu durchleuchten.
Na gut, okay. Redet mit Baki und Mobaki. Was soll ich ihm sagen? Erzählt, ob ihr sie willkommen heißen wollt in der Familie oder nicht. Und wenn sie 90% nicht hier haben wollen, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie trotzdem rein wollen. Na gut. Ich musste lange Zeit darüber nachdenken, aber jetzt bin ich bereit für das Gespräch. Ich will wissen, was diese Sache zwischen Rivera und euch ist. Wie meinen Sie das? Ob ich mit denen gut bin? Bist du. Nein, was meinen Sie, ob ich mit denen gut bin? Hast du den Waffen gegeben oder nicht? Nein, nicht eine einzige. Nicht eine einzige Waffe. Einer deiner Leute? Das hat Joe gesagt und Kaya gesagt. Ich habe mit Tiger und Joe gesprochen. Und ich habe denen gesagt, guck mal Jungs, meint doch wirklich so, wenn irgendwer Waffen gegeben hat von meiner Familie an die, dann sagt mir das, ich blattorte. Die haben mir keinen Namen genannt. Die haben gesagt, ich soll mein Lager ist ja immer so ein Schloss, wenn man da rangeht. Und das, jeder, wenn jemand was rausnimmt, kann man ja immer gucken, wer was rausgenommen hat. Verstehen Sie, was ich meine, Mr. Bitcoin? Verstehe ich. Und ich sollte danach gucken. Ich habe geguckt, ich habe nichts gesehen, das war schon länger her, aber ich gucke da nicht immer hin. Und die haben mir gesagt, irgendwer hat da Waffen gegeben. Und ich habe gesagt, von mir aus, ich habe keine einzige Waffe gegeben. Ich brauche selber Waffen. Selber Waffen. So, das wäre das Dümmste, was ich machen könnte. Ich würde niemandem Waffen geben oder jemandem Kokain und was weiß ich. Das sind nicht meine Routen. Ich brauche das selber. Ich arbeite das selber dafür auf dem Feld. Warum sollte ich jemandem dafür Waffen geben oder Munition? Ich habe selber nicht mehr Munition, weil ich mir hier keinen Deal mehr von mir habe. Ne? Was denkst du? Erzähl mir das, wieso du an der Tafelrunde so mit Hass gegen mich geredet hast. Ich habe nicht generell über sie mit Hass geredet. Es ging einfach nur so um... Ich war der Einzige, der Schaden davon gelitten hat. Es ist einfach nur der Chicano-Pakt, wie man mit mir da umgegangen ist, Mr. Bitcoin. Den Groll, ob sie mir jetzt sagt, ob ich vorhin schon vor diesem Chicano-Pakt Groll hatte oder nicht, alles schön gut, das ist was anderes. Aber am Anfang der Chicano-Pakt, der war nicht erstmal schlimm für mich. Es ging einfach nur darum, wie man für mich da umgegangen ist. Wissen Sie, was ich meine? Was habe ich dir aber getan? Sie, Mr. Bitcoin, Sie haben mir, ich habe vieles für Sie, ich werde gerade angerufen, ich drücke das ganz kurz weg, ich mache Flugmodus rein. Un momento. Ich habe Ihnen viel meine Hand gereicht, sei es bei Ballers oder jeglichen anderen Sachen. Ich rufe dich gleich an, Digga. Und Sie haben mich immer belächelt, Mr. Bitcoin. Sie haben mich immer belächelt. Und dann hat dieser Chicano-Pakt, weil einer von meinen Jungs da verraten hat, haben die gesagt, ich war das, obwohl das einer von meinen Jungs war. Und dann haben die direkt gesagt, ich hab sie verraten. Daraufhin wurde ich von Chicano-Pack rausgeworfen und einer meiner Männer hat mir erzählt, dass hier Ricardo von La Honda und Lloyd zusammen bei mir saßen und auf mich geschossen haben. Ja. Und somit hatte ich einfach einen Groll gegen den Chicano-Pack. Ich wollte einfach nur noch die Wahrheit sagen. Es ging einfach um dieses Prinzip. Verstehen Sie? Ich hasse das einfach, Mr. Bicker, Sie verstehen nicht diesen, wie soll ich sagen, ich hasse das einfach, dass diese großen, wie soll ich sagen, die starken Familien, natürlich, man hat sich irgendwo einen Namen gemacht und alles mögliche, das kommt ja nicht von 0 auf 100. Sie haben sich ja ihren Namen erkämpft hier in der Stadt und es geht mir einfach nur auf, wie soll ich sagen, einfach auf die Nerven, dass man in der Tafrunde nicht, wie soll ich sagen, normale Menschen miteinander reden kann und die stärkeren Familien, die anderen, die nicht so stark sind, runtermachen. Verstehen Sie, was ich meine? Das hat nichts mit Rivera zu tun oder sonst was. Ich bin mit jedem neutral. Dass du neutral bist, weiß ich nicht. Das hat sich in der Tafelrunde anders angefühlt. Natürlich, ich habe Probleme mit El Sangreva. Ich bin zu Tiger und zu Joe gegangen die ganze Zeit, weil irgendwer gesagt hat, ich habe Waffen gegeben und habe 500 Mal ein Gespräch aufgesucht. Ich will nochmal ein Gespräch aufsuchen, weil ich trotzdem einen Deal haben will. Und alles andere ist mir egal. Es interessiert mich nicht, Mr. Bitcoin, wer mit wem Krieg hat oder was auch immer. Es geht mir, tut mir leid, wenn ich so sage, es geht mir wirklich am Arsch vorbei, weil... Meine Kriege, ich kümmere, was habe ich Ihnen damals gesagt bei Ballers? Meine Kriege kümmere ich doch nur um mich selbst. Sehe? Habe ich Ihnen das gesagt? Sehe. So, deswegen, ich werde nie in meinem Leben auch generell eine andere Familie einmischen bei was für Kriegen oder ich rufe da an und hast nicht gesehen. Generell solche Sachen. Wenn ich jetzt, ich habe ein Problem mit Ihnen. Haben Sie bis jetzt irgendwo mitbekommen, und das sage ich wirklich bei Ihnen, haben Sie irgendwo mitbekommen, wo ich gesagt habe zu anderen Familien, ja, hilf mir mal gegen Kali oder was auch immer. Nö, ich stehe mein Mann. Ob ich im Endeffekt danach gefesselt irgendwo in der Ecke liege, ist eine andere Sache. Aber trotzdem kämpfe ich weiter und gehe auch raus. Und da rufen nicht irgendwelche anderen Familien und wissen Sie, was ich meine? Schau mal, ich habe viele Patrons, OGs und so weiter belächelt. Wenn sie durchgehalten haben, habe ich sie am Ende respektiert. Du hast, bevor du mir eine Chance gegeben hast, statt du dir denkst, okay, er belächelt mich, soll er weitermachen, ich werde den Leuten zeigen, dass ich ein richtiger Patron bin, hast du dich falsch verhalten. Jeder Mensch macht Fehler. Stimmt oder stimmt nicht? Natürlich stimmt das. Und wenn man doch seine Fehler macht und dann gerade steht und sich dann hier hinsetzt und sagt so und so, es tut mir doch leid, dann sieht man doch seine Schuld ein, oder nicht? Im Endeffekt zählt es nur darauf, Mr. Bitcoin, ob man seine Schuld einsieht oder nicht, oder ob man sich einfach hier hinsetzen kann und mit Leuten... Dann habe ich jetzt eine Frage an dich. Okay. Hast du mich verstanden, wieso ich das getan habe, oder nicht? Natürlich. Ich war doch voll laut gegen ihn. Wäre ich in ihrer Situation, hätte ich das Gleiche gemacht. Ist doch gar keine Frage. Bueno. Wenn ich sie wäre und sie ich... Und sie hätten das Gleiche genauso durchgezogen, wie Sie das gemacht haben.
Dann selbes Spiel, John. Ich möchte von dir irgendwann einfach einen Gefallen. Egal wann, egal wo, egal was. Peak, mein Bruder, ich danke dir vom ganzen Herzen. Mr. Bitcoin, das geht schwer. Es reicht, also, dass du einfach nur im Chat bist, Wallah, man freut sich, dass du wieder da bist. Nein, 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 darum geht's doch nicht. Und das wird doch jetzt nicht die nächsten Tage passieren. Behalt es einfach im Hinterkopf. Eingefallen, mehr nicht. Mehr nicht. Nur das. Also eine Schuldmünze, sieh? Korrekt. Okay, kriegen wir hin. Aber ich werde ihn, das sage ich Ihnen jetzt schon, Mr. Bitcoin, ich werde in keine Familie irgendwo einmarschieren oder sonst was, weil das kann ich nicht. Das will ich nicht. Ich werde von dir nicht verlangen, dass du in eine Familie einmarschierst. Sagen okay. Wir es so. Dann vergebe ich dir. Das ist. Hat einer von den Romanos hier bei mir noch was zu sagen? Nein. Ich frage sie leise, arbeiten die jetzt wieder auf der Route? Nein, dann ist das für uns auch geklärt. Sie möchten nichts anderes? Kein Geld, nichts? Sagen wir mal, ich nehme 350.000. Die werden mich nicht reicher machen. Ich aber ärmer. Ja. Arbeitet ihr gerade irgendwo? Nee, deswegen will ich jetzt gerade zu Sangreva. Ja, Sangreva, ja. Außerdem wollte ich eh noch später mit Pinguin drüber reden, wegen einem Deal bei ihm. Munition kommen wir eh nicht drum rum, ne? Und ich bin ja nicht so dumm, dass ich auf irgendeinen Verarbeiter gehe oder was auch immer, ohne Erlaubnis. Dann danke, Donjako, vielen Dank. Das letzte Spiel ja wieder von vorne los. Dann, Pinguin ist erreichbar für dich. Ja, ich melde mich, denke ich, Pinguin, du bist morgen bestimmt da, oder? Auch, ja. Dann kann ich mich morgen bei dir melden, weil heute denke ich nicht, dass ich noch lange wach bleibe, bin ich ein bisschen angeschlagen. Und, ja. Dann gute Nacht. Wie gratis. Dann, ich ändere jetzt deinen Namen in meinem Handy um. Der war jetzt lange genug so. Wie haben sie mich denn eingespeichert? Tot. Sie haben mich tot eingespeichert? Ja, einfach nur tot. Während dem Chicano-Pakt, ne? Tatsächlich habe ich dich als tot eingespeichert, nachdem du am ersten Telefonat mit mir so gesprochen hast. Ja, okay, das ist verständlich. Wo ich gesagt habe, uno momento, wenn ich rede, meinst du an dem Telefonat? Oh ja. Gut, jetzt habe ich dich richtig angesprochen. Lassen, ne? Wirklich jetzt. Eins muss ich Ihnen sagen. Ich kenne Sie ja schon einige Jahre, ne? Mhm. Und freut mich, wie soll ich sagen, dass man mit Ihnen solche Sachen hier machen kann. Ich sag Ihnen ehrlich. Sie ziehen wenigstens ein paar Sachen durch, wissen Sie, was ich meine? Nicht so wie andere Familien, wissen Sie? Und so welche braucht man auch in der Stadt. Und machen Sie so weiter. Gracias. Tun Sie mir einen Gefallen. Brechen Sie nicht ein paar andere Familien, weil hätten Sie das bei mir gemacht, was Sie bei anderen gemacht hätten, ich glaube, da wäre schon eine oder andere Familie weggegangen. Glaube ich auch. Wir sind komisch zu beschreiben. Man kann nicht mit uns, aber man kann auch nicht ohne uns. Wissen Sie, da haben Sie recht. War auch damals in Dortmund so. Als Sie gegangen sind, ist alles Bach untergegangen. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Wir tun, was wir tun, Romano. Ja. Jetzt freue ich mich auf die weiteren Geschäfte, John. Okay, gracias. Dann adios, ne? Adios, Romano. Ich melde mich dann mal. Adios. Adios. Ey, Jungs, Wallah, der beleidigt mich eine Woche lang tot. Alles ist okay. Zweimal sagt er was Nettes zu mir, jetzt nimmt er. Hallo? Was sagst du? Können wir bitte mit Saduna reden? Ja, definitiv, Hermano. Ich fuck mich ab. Jetzt ein paar Rückhand verteilen gehen. Ey, Ace, Digga, ja? Hentai-Auto. Wallah, wir sind berühmt geworden, Ace, Bruder. Die Mierda-Folgen gehen immer voll gut ab. Immer zwischen 13.000 und 20.000 Klicks. Baba! Chat, lass mal Liebe für Ace da und sein Mierda. Ich hab damit nichts zu tun. Er macht das alles alleine. Er macht alles alleine. Vergiss aber nicht, dort Kinkens Werbung zu machen für deinen Kinkens. Für deinen Code Mierda10. Die Leute wollen doch über Mierda bestellen. Die sagen sich, Bruder, was soll ich mit Code Abo10? Dann bestelle ich lieber gar nichts. Dann bestellen die sich lieber mit Code Mierda10. Du musst jedes Video rein. In jedes Video 15 Sekunden dein Code. Mr. Bitcoin hier. Ich hab gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Mierda-Folgen anguckst. Kinkens.de. Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code Mierda10. Und so natürlich gibt's überall Rattas und alles drum und dran. Guten Tag. Bitcoin, wie geht's Ihnen? Also, Ricardo, dieser Mann kam gerade zu uns, zu Duan, und hat gesagt, habt ihr Platz in der Familie, ich würde für euch ein Sicario ziehen. Und du bist einer, der mich sehr mag und mir das erzählt. Natürlich, weil ein Sicario, wenn jemand ein Sicario zieht, zieht das immer eine Familie runter. Das stimmt, ja. Und eine Familie, die Fuß gefasst hat hier in dieser Stadt. Jetzt muss ein Mod Mierda-Kanal reinschicken, ja, das stimmt. Sowas gerne ich der Familie nicht. Oh, Papa. Komm mal her, Jamon, setz dich mal neben. Antonio. Alles klaro? Wie geht's? Ich sag nur so, wie geht's ihm, Papa? Duan hat mir das gesagt. Ist Neues, Duan hat jetzt, hör zu, was hier passiert. Merkst du gerade, was hier passiert? Nicht schön, aber daraufhin habe ich gesagt, wenn wir das aber wissen und es nicht sagen, dann ist das nicht schön. Deswegen sage ich euch hier und jetzt, ich kann nicht, dieser Mann wollte für uns ein Sicario ziehen, falls wir in den Krieg gegen euch ziehen sollten. Komm mal her. Gegen
Er kann es ja selbst erklären. Alle Onkel. Ich kann mich nicht bewegen jetzt. Warte, Jürgen, kannst du das nochmal sagen? Wer wollte die Karre so ziehen? Der, wo aussieht wie Sandro Rüber. Jamo. Ja, genau, Jamo. Wieso wolltest du das tun, Romano? Richtig, also, er hat gefragt. Ich wollte kein Zigarre ziehen. Soll ich mal erklären? Ja, also, Hanso und ich waren hier. Haben, ihr wisst schon, was vorbeigebracht, ne? Wir sind einen von euch abgeholt. Während ich am Wegfahren bin, rennt er mir hinterher. Sagt, ey. Jamo. Ja? Was ist los mit dir, Jum-Jum? Ich hab mit den einen von diesen Leuten da geredet, von Midnight. Und ich habe was, ja, ich weiß, ist kein Spaß, aber ich habe so gesagt, so, ja, habt ihr noch Platz? Da meint der so, nee, aber du kannst ja für uns Sicario ziehen. Was interessant. Und dann habe ich, weil der das aus Spaß gesagt zu, hat, habe ich auch. Hör mir zu. Ich sage dir, scheiß auf beide Familien. Ich sage jetzt. Nein, das ist mein Ernst, du brauchst nicht zu lachen, Roman. Ja? Ricardo ist sowieso am Arsch. Er hat mich mit dem Chicano-Pakt verraten. Diese Sangrevas sind der größte Müll. Das sind eigentlich Leute, mit Jogginghose rumrennen und Motor- und Rennautos fahren. Ich hol dich hier raus. Wenn du zu mir kommst, was sagst du? Darum geht's. Ja, ich weiß ganz genau, dass sie das jetzt machen, damit man sie dann am Ende zu Ricardo gehen können und sagen können. Das mache ich. Ich will nicht einhaken. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ricardo, hör mir zu. Beim nächsten Mal, wenn du anrufst und du hörst mir zu, Hermano. Dann schreib auch mal. Ihr werdet gleich alle La Ondas fesseln. Die sich widersetzen, die schießt ihr ins Gesicht. Bueno? Da guck mal, wenn die Geschäftsmänner weg sind. Bueno. So, die weglaufen, wenn du töten. Das willst, dann mach Adios. Mal, weil ich fliege morgen wieder nach Dubai. So, hörst du mich? Ja. Hör mal zu, Hermano. Alaikum salam. Ja. Ich gebe dir jetzt eine Chance. Entweder fessel ich und töte dich gleich mit deinen Leuten. Oder ich entfessel dich und ich schieße Ricardo jetzt ins Gesicht. Du warst in der Familie drin und du hast gesehen, was Ricardo mit mir gemacht hat. Diesen Chicano-Pakt, den wir gemacht haben. Und der mich am Ende alleine gelassen hat und ausgetreten ist. Denkst du, das lasse ich mir gefallen? Denkst du, ich lasse euch oder die damit davonkommen, Hermano? Wenn ich gewusst denkst hätte, dass das? Einer bei OG Sicario zieht oder bei Kali... Sick, ich danke dir für 5 Verschenkte. Vielen, vielen Dank. Ist er gefesselt? Das ah ja. Nicht. Ist er gefesselt? Nur um in eine andere Familie zu kommen. Gib mir nur eine Minute, ich komme sofort zum Platz. Ja. Respektlos. Hey, hat mein MK2 abgezogen. Sagen. Aber wie? Er braucht diese MK2. Ach so, er braucht die, okay. Ja, dass du darauf angewiesen bist. Was? Antonio, gib mir noch eine Minute mit ihm. Was machen Sie mit dem Jungen? Antonio. Keiner kann ihm helfen, Herr Mano. Das ist mein Vater. Ja, mach das. Ja. Gib mir nur... Das ist dein Vater? Si. Hör zu, du musst dich jetzt entscheiden, Yam. Jamo, lass dich nicht verarschen, Mato. Ich sehe gut aus, oder? Zwischen was muss ich mich entscheiden? Zwischen Ricardo und mir. Und was passiert, wenn ich mich für sie entscheide? Dann schieße ich die ganzen Launders hier nieder. Warum? Ich werde sie sowieso niederschießen, ob du dich für mich oder gegen mich entscheidest, Hermano. Die Frage ist nur, ob du auf der Seite der Sieger kommen willst. Ey, was geht hier eigentlich schon in Party? Und hör zu, ich werde dir nicht sagen, du kommst direkt in Kali rein. Ich werde dir sagen, ich werde dir eine Chance geben, dich bei meinen Leuten vorzustellen. Ein bisschen etwas über dich zu erzählen. Und eventuell hast du eine Chance. Kennst du ein paar Leute von mir? Nein, ich kannte ein paar Leute, aber jetzt nicht mehr. Jamo, du bist nicht glücklich in Launda und das weiß ich. Woher wissen Sie das? Ich sehe es in dein Gesicht. Er hat so viele Entscheidungen getroffen, die einfach nicht richtig sind, Romano. Er hat uns verraten damit. Er hat uns hintergangen. Hör zu. Es gibt nur einen Ausweg für dich. Du knallst mich ab oder Ricardo. Und dann habe ich schon deine Antwort. Du schreist, Donny, du schreist! Lass uns einmal hinsetzen, Romanus. Natürlich, lass hinsetzen. Ricardo ist gerade im Gespräch, Mr. Bitcoin. Mal hierher kommen. Wo ist denn Ricardo? Ich weiß nicht, wo der ist. Macht mal ein bisschen Hype mit dem Chat. Macht das oder macht das nicht? Oh mein Gott, macht das. Wird das tun oder wird das nicht? Nein, ich glaube nicht. Er wird das tun. Er wird es bestimmt tun. Nein, er wird es nicht machen. Habt ihr ihn gesehen, wie er redet? Ich will doch ein bisschen wissen, was ihr denkt. Was haben Sie jetzt mit Jamo besprochen, Bitcoin? Antonio. Ja. Halt den Ball flach. Okay, eins, wenn ihr sagt, er wird es machen. Also eins, wenn ihr sagt, er wird Ricardo niederschießen. Zwei, wenn ihr sagt, er wird mich niederschießen. Oder halt nicht Ricardo niederschießen. Beides das Gleiche. Ist es normal, dass sie uns hier so warten lassen? Keine Ahnung, ich hab gesagt, das ist eine Level Sicario-Ziehung und dann macht's ein Dinger. Jane. Normal hier, ja. Antonio, wo ist Ricardo? Saftladen hier. Oh, Bitcoin, der hat ein sehr wichtiges Gespräch mit den Geschäftsmännern. Das hier ist viel wichtiger. Man erwischt Ali ja nicht immer und Ali geht anscheinend morgen wieder nach Dubai, deswegen muss er das jetzt lernen. Kein Mensch interessiert sich für Ali. Dann sagen Sie ihm das. Ja, das sage ich Ihnen jetzt auch. Hallo, bitte da. Herr Bitcoin, bitte. Das ist geschlossene Runde. Wir brauchen ihn nur 2 Minuten. Dann sind wir weg. Wen brauchen Sie? Können Sie das bitte einrichten? Ricardo. Das muss er selber entscheiden. Ich sag dir eins, Mr. Bitcoin. Ich bin
stets immer bereit, aber das, was wir gerade besprechen, ist mir alles wert. Ist das dein Mann, der hingerichtet werden soll? Antwort. Mein Mann, der wieder zurückkommt, aus See. Wenn die auch kennen, die keine zwei Minuten warten, Mierda! Seid ihr Bilgates? Na gut, die können keine zwei Minuten. Halt deine Fresse, Mierda, was denkst du, wer du bist, hä? Ich komm gleich vorbei und knall dich ab, du dreckiger Köter. Ich ruf dich wieder an, adios. Oh, schade. War am Telefon. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du dich dazu setzt, wenn die Geschäftsmänner sagen, kein Problem für dich. Das passt ja perfekt zu dem, was wir haben gerade angesprochen, nicht? Die Geschäftsmänner, ja. Endlich mal mir die Weisheit der Stadt, die kleinen Huren der Stadt, mir hat diese dreckigen, widerwärtigen Gestalten, ich piss denen in die Fresse. Ich mag die Geschäftsmänner. Hallo, was soll das, Mirdo? Was soll das? Was soll das? Ja, ist ein bisschen gezuckt, mein Finger. Natürlich. Diese Hure. Oder wir haben gerade besprochen, Mr. Wittgen. Das ist so Power-RP. Schau mal, Mr. Wittgen. Ja. Aber nächstes Mal bitte durchreden, ja? Was? Die Chefsmänner haben mir gerade was angeboten. Was dann? Wahrscheinlich deren Kulo. Aber das war nur ein Test, tatsächlich, glaube ich sogar. damit ich meinen Zugang wieder kriege, hätte ich eine Aufgabe bekommen sollen. Und die Aufgabe wäre, jetzt sofort... Ich meine, es ist von mir Power-RP so, ne? Weil die einen auf den dürfen ja nicht Gedanken lesen. Und als ich aufgestanden bin, hat der... Haben die Geschäftsmänner gesagt, alles gut, bleib ruhig, ich kenne euer Fake-Spiel. Da habe ich mich gefragt, was für ein Fake-Spiel? Ja. Da sage ich, weiß, dass deine Loyalität Mr. Bitcoin gilt. Und andersrum genauso. Und dann habe ich ihm gesagt, seitdem ich den Chicano-Pakt aufgelöst habe, hat sich Mr. Bitcoin gar nicht mehr gemeldet und ich habe das Gefühl, dass zwischen uns beiden dunkle Wolken sind. Hast du genau richtig gefühlt. Nicht so. Haben Sie das gehört überhaupt? Was gehört? Ich rede leise. Die sollten uns abholen. Das meine ich, Vatus. Wenn er seinen Mann zurückkriegt. Ein Geschäft das, dann bist du auch schon dazugekommen. Haben Sie es gemacht? Was gemacht? Halt doch mal die Fresse, Litecoin. Was hab ich gemacht? Hast du die Entscheidung getroffen? Euch abknallen zu wollen? Du wolltest mich abknallen? Ich glaube, du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt, Ricardo. Nun. Doch. Ich glaube, ich habe euch nur bewiesen, mir ist alles so lieb und gut, um Leo wieder frei zu sehen. Das habe ich damit klar machen. Du wolltest also gegen mich schießen? Für Leo hätte ich das getan, ja. Sehr gut. Weißt du, was ich für Leo gemacht habe? Mendes, reicht langsam. Weißt du, was ich für Leo getan habe, Ricardo? Das, was denn? Frag doch mal die... Warte. Frag doch mal die Geschäftsmänner. Nein, ich brauche so eine Übung. Und ich suche noch Mendes, ich Idiot, ich kann nicht mehr. Er sucht noch Mendes. Oh, Scheiße, okay, ja. Was hat Mr. Bitcoin für? Ich habe Leo bereits freigekauft. Das war eigentlich ein Geschenk von mir an dich. Womit habe ich denn das Geschenk für dich, Mr. Bitcoin? Ich dachte, in der Tafelrunde hältst du zu dem Chicano-Pakt. Aber ich bin ein Mensch, der seine Geschenke nicht zurücknimmt. Das, hätte ich gewusst, wie du dich in der Tafelrunde verhältst, hätte ich dir definitiv kein Geschenk gemacht, Ricardo. Die Beziehung zwischen den Kalis und Launders ist nicht mehr so, wie es war. Und wird es auch wahrscheinlich nicht mehr. Aber wie gesagt, Ali, ich halte mein Wort. Das Versprechen, was ich dir gegeben habe, werde ich erfüllen. Das ist ein Geschenk, da versteht man schon. Aber wir wollen noch was von Ricardo. Und was? Das muss er ja jetzt anbieten. Hola. Hallo. Si. Er blabbert ja gerne und viel. Wie geht's Ihnen? Was wie geht's dir? Fällt mir ein. Alhamdulillah, sehr gut, danke schön. Ich? Ja, du. Wie müde sind Sie gerade? Was blabber ich denn gerne? Viel? Sehr du müde. Bist nicht sekret. Finde ich gut. Oder? Okay. Ich würde gerne, wir wissen bis heute nicht, wer die Verräter des Kampfes waren. Komm zu Ricardos Anwesen. Bis heute wissen wir nicht, wer das ist. Okay, ich komme sofort. Adios. Und ich will eine Aufgabe, indem ich das rauskriegen kann. Natürlich mit einer Vorlage von euch. Sonst hat das keinen Sinn. Ich habe bis heute nicht rauskriegen können, wer das war. Und was haben wir dafür? Oder davon?
Nein. Ach so, bist du Yam-Yam? Gar nicht. Hey, schauen Sie nicht meinen Geschäftsmann an. Nein. Antonio, wo ist Yamato? Yamo, Yami. Ja, was wollen Sie von Yamato? Ich kann auch Dollars geben, das ist mir da. Vertrau mir doch einfach, sei ruhig. Das war auch von meiner Seite aus. Wenn die das nicht wollen, dann ist das. Ich will lieber eine Schuldmünze von dir. Yum-Yum, hörst du mich? Ja. Welche Höhe? Hör zu. Ich habe das mit den Geschäftsmännern jetzt geklärt. Du wirst weder ein Blattort bekommen. Dein Blut, Herr du kannst ohne Familiensperre sofort zu mir. Du musst dich jetzt entscheiden. Knallst du ihn in den Hinterkopf, bist du dabei. Tust du es nicht, bist du raus. Schau mal. Und ich habe 100% einen Platz sicher? Zu 100%. Ich schwöre es dir, ich habe bis eben gerade noch gedacht. Ricardo. Ich würde wirklich alles tun. Nein, Ricardo, du hörst mir jetzt zu. Ich höre dir zu. Du hast falsch gehandelt. Und deine Leute wissen das. Und deswegen werde ich jemanden von dir zu mir aufnehmen. Das heißt, du gibst mir jemanden, aber du nimmst auch gleichzeitig. Richtig. Derjenige, der es tun soll, soll sich jetzt entlarven. Er muss sich jetzt entscheiden. Ich drehe meinen Rücken weg. Jemand wird jetzt sterben, Ricardo, du oder ich? Ey, guck mal, machst du das, ne? Ich bring dich nach Ventura zurück. Also ich glaube er. Keiner zielt auf meinen Onkel. Damit meine ich Alush. Was, der hat auf mich gezielt? Natürlich. Hä? Nein. Ah nein, der hat auf Ricardo gezielt. Aber das war mein zweites und Geschenk. Nochmal. Das war mein zweites Geschenk an dich, Ricardo. Er hat ihn hergebracht. Ich schwöre es dir, so gut das auch meins, Vato. Ich hätte gerne gesehen, wie er geschossen hätte. Und zwar nicht auf mich. Er hätte nicht auf dich geschossen? Er hätte nicht auf mich geschossen. Hätte er nicht? Nein. Wollen wir das testen? Dann hol ihn hoch, er kann sich jetzt entscheiden. Wieso ist es zu spät? Ich nehme ihn bei mir auf. 15 Minuten schwere Arme. Oh, ich habe gute Medikamente. Ja, gib ihm mal dein Medikament. Ey, Antonio, komm mal mit ihm nochmal hoch. Komm mal mit ihm hoch. Irgendwer holt ihn jetzt hier hoch. Warum denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich will einen Waterdrop holen. Bruder. Die Jürgen, du hast mich schon kaputt gemacht. Ihr könnt gehen, alles gut. Wie auf uns? Aber Mr. Bitcoin, wenn er auf ihn schießen sollte, ja? Das wird keine Folgen auf uns haben, oder? Natürlich. Yes. Ja, okay, vorbei. Ah, der ist gar nicht da, Mann. Was sagst du? Mit wem rede ich? Er sitzt doch hier. Er sitzt doch da. Ja, alles gut. Was meinst du? Ich dachte, auf mich schießen, der Kleine. Achso, er meint den Fetten, er ist das nicht da. Das könnt ihr gerne aufschreiben. Diego Abi ist sein Name. Was? Was ich mache? Weiß genau, was ich meine. Wo ist Antonio? Diego? Ich glaube, der fährt zur Mediziner. Ja, der soll nie in meinem Leben Sternfrucht-Zitronengras. Hat's mal jemand gehört? Ah, die haben mich gerade abgezogen, Geschäftsmänner. Aber eine Sache muss ich euch sagen, Ricardo, ne? Herr Bitcoin hat sie noch vorher gesagt, ne? Ricardo, hast auch du gehört? Wir haben was? Die Asdis, die HD oder wie die heißen, abgezogen. Was vorher gesagt? Schreib mal noch eine Million auf. Ach so, ja, sowieso noch eine Million. Für zwei. Aber wieso? Jetzt wollen die wieder schmeckt Baba? Nein, wir ziehen dich nur ab. Bruder, das, wir sehen aus wie Braveheart. Jürgen, was meinst du? Wo ist Yum-Yum? Ich wieder abknallen. Yum-Yum, da liegt Yum-Yum. Wie, wieso? Ich dachte, ihm wird geholfen. Ich weiß noch, der ist weggefahren mit Antonio. Er kommt gleich wieder, er kommt gleich wieder. Sternfrucht Zitronengras. Zwischen 400 und 600, zwischen 400 und 600 Milliliter also still oder sprickelndes Wasser. Dann wie eine Tafel dran. Ja. Sternfrucht Zitronengras, weißer Teegeschmack. Trinkwürfel mit Vitaminen. Ist mies lecker, gönn dir. Wirklich? Ich hab's noch nie getrunken. Das ist der hier Geschmack, Chat. Ausrufezeichen, Waterdrop und dann Code Abogoko benutzen. Noch nie getrunken, noch nie. Immer, ich bin wunderschön. Das war ganz unten in meinem Karton. Also. Das sieht hier aus wie ein kühles Blondes. Was ist denn hier los, sag mal? Da kriegen wir gleich ein Milchbad hier, nicht? Huch, was passiert jetzt hier? Warten auf Yum-Yum. Ja gut, dann sag ich ein paar Leuten Bescheid, die sollen gucken. Was hat Sergio Mendes mit denen gemacht? Ja. Jürgen. Ey, Sergio Mendes hat sich an irgendwelche... Wie, die sind weg? Finde ich schade, dass das bei jedem gemacht wird. Gemeint, das sind Sexsklaven von Sergio Mendes. Ey, niemand schießt jetzt. Das war zwei, diese zwei? Das sind diese zwei, die sagen, die haben mit Sergio Mendes Geschlechtsverkehr. Das stimmt auch, die haben mir ein Video gezeigt und die haben seinen Nachnamen sogar. Die heißt Mendes mit Nachname. Ist nicht ihr Ernst. Doch. Die haben gesagt, dass Sergio Mendes gerne mit denen rumleckt und so. Ja. Ernsthaft. Mit diese ganze so schön abgeprickelt in meinen Bauchnabel. Genau, prickelt in meinen Bauchnabel. Ey, wie heißen die Jungs? Sunny, danke schön. Wie heißen die Jungs? Wann kommst du her? Ich glaube nicht.
So, wo? Einmal bitte ruhig hier. Jamo. Wartet. Ja, deine Waffe. Bevor seine Entscheidung fällt. Ihr habt gerade garantiert, dass er ohne Familiensperre zu mir kann, richtig? Was? Gut, jetzt kannst du dich entscheiden, Jamo. Was? Aber was ist, wenn er auf dich schießen sollte? Uno momento. Sollte der Chicano hinten? Nein, er soll nicht auf mich schießen. Er soll entweder Ricardo niederschießen oder nicht. Wenn er ihn niederschießt, hat er sich für meine Familie entschieden. Wenn er ihn nicht niederschießt, hat er sich für euch entschieden. Das ist doch langweilig. Na. Ja, Marto, triff deine Entscheidung. Ja, die Situation ist schon kaputt gemacht worden. Das ist das Problem. Jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren. Jojo, komm. Das, was der alte Mann sagt, passt für uns. Jam Jam, mach. Ohne Sperre. Ohne Sperre. Ohne Sperre. Jim, Jim, los. Er trifft eh daneben, auch von einem Meter trifft er daneben. Wie redet ihr über angeblich euren Mann? So reden die über dich, Jamo. Jamo hat eh keinen Impact, alles gut. Jamo, Jamo, zieh das durch, was du da sagst. Das passiert nichts mit deiner Familie. Schau, Jamo. Und wenn du ihn abschießt, wenn du deinen Patron abschießt, hast du keine Sperre für Kali. Jamo, tu und das, was deine, diese Steine Ricardo, auf deine Angst locker macht. Tu das, okay? Guck das, mal. Was du denkst, würde dein, diese Steine... Lass ihn reden, Ricardo, lass ihn reden. Mach. Und kein anderer schießt hier. Auch kein Kali. Oder ein Launder. Oder ein Geschäftsmann. Oder ein Geschäftsmann. Komm, mein Punkt jetzt dahinter. Ja. Außer ich werde abgeknallt. Wenn ich eine Waffe bei Geschäftsmann, also, dann knallt's. Ricardo? Sorry, tut mir leid. Sieh, ich danke dir für alles, was du getan hast. Du hast mich von dem Boden aufgenommen. Ich war am Ende. Du warst eine Familie für mich. Du hast mich aufgenommen. Sehr, sehr lange. Hast mich sehr gut behandelt. Aber es tut mir leid. Nicht schießen, Kali. Shit, Mann. Ja, Jum Jum. Jawohl, Junge. Sehr schön, Jum Jum. Ja, dann hat er. Jum Jum. Dann haben wir ihn jetzt gerettet davor. Jum Jum. Dass er nicht geblattoutet wird wegen den Sangrevers. Vor Kali. Boah, vor euren Augen knallt er euren Boss weg. Mama, kein Fitten oder ich knall dich, ja? Du bist ein Believer, du würdest uns kriegen, wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen, die Amjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talk ist die Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder!